Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Pflanzen Gefühle haben könnten? Es gab nämlich einen Mann, der durch Experimente nachgewiesen hat, dass Pflanzen Gefühle haben und sogar auf menschliche Emotionen und Gedanken reagieren können. Dieser Mann hieß Clive Baxter und schloss einen Drachenbaum an einen Lügendetektor an. Was dann passierte, ist unfassbar. Doch bevor wir mit dem Video loslegen, würden wir uns über ein Abo und ein Daumen nach oben sehr freuen. Nun macht es euch gemütlich, holt euch etwas Kühles zum Trinken und genießt das Video. Los geht's! Pflanzen und Bäume sind nicht nur von unschätzbarer Bedeutung für das Ökosystem und das Leben auf der Erde, sondern auch absolut faszinierend in ihrer Schönheit und Vielfalt. Von majestätischen Mammutbäumen bis hin zu zarten Blumen in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Manche Menschen gehen davon aus, dass Pflanzen in der Lage sind, zu fühlen. Wir möchten euch nun Experimente präsentieren, die zu einem unglaublichen Ergebnis gekommen sind. Die Gefühle des Drachenbaums. Haben Pflanzen Gefühle? Clive Baxter war felsenfest davon überzeugt. Im Februar 1966 schloss der Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes CIA einen Drachenbaum an einen Lügendetektor an und beobachtete Ausschläge, die den Messungen bei einem Menschen ähneln. Es geschah am 2. Februar 1966. Clive Baxter, der Leiter der Lügendetektorschule des amerikanischen Geheimdienstes, hatte eine lange Nacht hinter sich. Nun stand er am Fenster seines Büros und goss den Drachenbaum. Und plötzlich hatte er eine Idee. Baxter sagte, ich weiß nicht mehr wieso, aber aus irgendeinem Grund wollte ich wissen, wie lange wohl das Wasser brauchen würde, um aus dem Wurzelbereich bis ganz nach oben in die Spitzen der Blätter zu gelangen. Um das herauszufinden, hatte Baxter genau das richtige Gerät im Büro. Nämlich einen Lügendetektor. Lügendetektoren messen elektrische Widerstände, und die sind bei trockenem Material anders als bei feuchtem. Also schloss Baxter seinen Drachenbaum an einen Detektor an und wartete auf den Ausschlag. Doch der war anders als Baxter gedacht hatte. Der Schreiber des Lügendetektors zeigte die Kurve eines Menschen, dem man eine unangenehme Frage gestellt hatte. Baxter war verblüfft und versuchte das Ganze zu wiederholen. Er fragte sich, was man einer Pflanze Unangenehmes antun kann, damit der Detektor noch einmal ausschlägt. 15 Minuten lang probierte er alles Mögliche aus. Er tauchte sogar eines der Drachenbaumblätter in eine Tasse Kaffee. Keine Reaktion. Erfolg hatte Baxter erst, als er ins Nebenzimmer ging, um eine Schachtel Streichhölzer zu holen. Er wollte versuchen, die Pflanze ein wenig anzubrennen. Nun schlug der Schreiber aus, allerdings bereits zu einem Zeitpunkt, als Baxter nur daran gedacht hatte, den Baum anzubrennen. Er dachte sich, wow, das Ding kann ja meine Gedanken lesen. Nun war Baxter neugierig geworden und wollte herausfinden, ob sein Drachenbaum auch die Gedanken anderer Lebewesen lesen konnte. Er warf lebende Shrimps in kochendes Wasser, um zu sehen, ob der Baum darauf reagieren würde. Der Baum hatte Mitleid mit den Shrimps. Goss Baxter das heiße Wasser in einen lange nicht mehr benutzten Waschbeckenausguss, dann wurden dort im Innern ganze Bakterienkolonien weggeschwemmt und gekocht. Der Baum hatte Mitleid mit den Bakterien. Baxter fand heraus, dass Hühnereier Schmerz empfinden, wenn sie gekocht werden, und dass sein Baum Mitleid mit den Eiern hatte. Ein mit dem Lügendetektor verbundener Joghurt zuckte zusammen, wenn neben ihm ein anderer Joghurt durch Antibiotika umgebracht wurde. Und Salatblätter fielen in Ohnmacht, bevor sie gegessen wurden. Die CIA war ganz und gar nicht begeistert über die Versuche seines Experten und Clive Baxter wurde gekündigt. Fortan musste er sich als Nachtwächter durchschlagen, um künftige Experimente mit Pflanzen, Eiern und Joghurt finanzieren zu können. Die Wissenschaftler der westlichen Welt wollten von seiner Entdeckung nichts hören und sie versuchten, ihn lächerlich zu machen. Die Leute aber, denen er in Indien oder in buddhistischen Ländern begegnete, lachten nicht über seine Forschung. Sie wundern sich vielmehr, wie ein Mensch so lange brauchen kann, eine derart selbstverständliche Sache herauszufinden.
Das Experiment von Clive Baxter wurde kontrovers diskutiert, aber es gab auch viele Befürworter. Einige Menschen glauben, dass Pflanzen empfindsam sind und auf ihre Umgebung reagieren können, einschließlich der Gedanken und Emotionen von Menschen. Andere glauben, dass die Reaktionen der Pflanze auf das Experiment von Baxter auf andere Faktoren wie elektromagnetische Strahlung oder Feuchtigkeit zurückzuführen sind. Wie auch immer man es betrachtet, das Experiment von Clive Baxter hat dazu beigetragen, unsere Vorstellung davon, wie Pflanzen funktionieren, zu erweitern. Es hat uns auch gezeigt, wie eng verbunden wir mit der Natur sind und wie unsere Gedanken und Emotionen einen Einfluss auf die Welt um uns herum haben können. Das Experiment mit der Umarmung von Bäumen. Dieses Experiment aus dem Jahr 2019 hat faszinierende Einblicke in das soziale Verhalten von Bäumen gegeben. Die Forscher haben dafür kleine Sensoren an den Bäumen angebracht und deren Kommunikation miteinander beobachtet. Was die Forscher herausgefunden haben, ist erstaunlich: Bäume sind in der Lage, Signale miteinander auszutauschen und aufeinander zu reagieren. Sie tun dies über ein komplexes Netzwerk aus Wurzeln und Pilzen, das als Mykorrhiza bezeichnet wird. In diesem Netzwerk können Bäume Nährstoffe und Informationen miteinander teilen. Die Forscher haben auch herausgefunden, dass Bäume in der Nähe von anderen Bäumen besser wachsen als isolierte Bäume. Dies liegt vermutlich daran, dass sie durch das Mykorrhiza-Netzwerk in der Lage sind, mehr Nährstoffe und Informationen zu teilen. Die Bäume können sich sozusagen gegenseitig helfen und unterstützen. Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie ist, dass Bäume in der Lage sind, auf Schäden in ihrer Umgebung zu reagieren. Wenn ein Baum beispielsweise von einem Insekt angegriffen wird, kann er über das Mykorrhiza-Netzwerk Signale an andere Bäume senden, um sie vor dem gleichen Schicksal zu warnen. Die anderen Bäume können dann Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen. Alles in allem zeigen die Ergebnisse der Studie, dass Bäume in der Lage sind, soziale Verhaltensweisen zu zeigen. Sie können miteinander kommunizieren, sich gegenseitig helfen und auf ihre Umgebung reagieren. Es ist faszinierend zu sehen, wie komplex und vielfältig die Natur sein kann, und diese Studie zeigt, dass es noch viel zu entdecken gibt. Was denkt ihr über diese faszinierenden Experimente? Kanntet ihr diese schon, oder habt ihr in diesem Video das erste Mal davon gehört? Schreibt doch eure Gedanken dazu einfach in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt darauf, was wir zum Lesen kriegen werden. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit eurer Familie und Freunden teilt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft kein spannendes Video mehr zu verpassen. Das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.